Liebe Delegierte, liebes Präsidium, liebe Freundinnen und Freunde. Mit meinen Themen Bauen, Stadtentwicklung, Regionalentwicklung, ländlicher Raum und Wirtschaft fühle ich mich jetzt hier auf diesem Listenplatz richtig wohl. Es geht um die Einhaltung unserer Klimaziele. Meine Themen Bauen sind sehr relevant für den tatsächlichen Einhalt der Klimaerwärmung. Das 1,5-Grad-Ziel ist nur erreichbar, wenn wir an die 2/3 Ressourcenverbrauch, 2/3 Abfallaufkommen der Bauwirtschaft, 1/3 der Emissionen und 1/3 der Energieaufwendungen unserer gebauten Umwelt rangehen. Wir kennen alle das 1,5-Grad-Ziel von Professor Schellenhuber. Professor Schellenhuber sagt, wir können das 1,5-Grad-Ziel, den Einhalt der Erderwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts, noch schaffen. Wir können es aber tatsächlich nur schaffen, wenn wir die komplette Bauwirtschaft einer Transformation unterwerfen hin zu nachwachsenden Rohstoffen, Holzbau, einem Kreislaufdenken der Materialien. Wir wissen, wir haben das 2,0-Grad-Ziel und wir wissen, wir haben bis 2030 es jetzt schon verfehlt. All unsere Zielsetzungen bis 2030 können schon jetzt nicht mehr erreicht werden. Ich bin von Beruf Architekt, Unternehmer und Denkmalschützer und komme aus dem Kreisverband Sächsische Schweiz Osterzgebirge, habe von dort das einstimmige Votum meines Kreisverbandes und bin dort Direktkandidat in Pirna. Und der ländliche Raum beginnt nach meiner Wahrnehmung bereits vor den Toren der Stadt Dresdens. Ich kann mit meinem Unternehmen vor den Toren der Stadt nicht effizient arbeiten, weil ich kein schnelles Internet habe. Ich bin gezwungen, in die Stadt zu fahren, um in der wissenschaftlichen Bibliothek zu arbeiten. Ich weiß, was es bedeutet, wenn die Versorgung mit Schulen, mit Kindertagesstätten vor Ort nicht funktioniert. Wir haben ein Kulturdenkmal erworben in Pirna und mussten kämpfen gegen die Obrigkeit dieses sächsischen Staates. Wir haben die gläsernen Decken gespürt. Innovative Ideen waren nicht gefragt. Wir mussten unseren Respekt vor der Kulturgeschichte hart erarbeiten, bis man irgendwann gemerkt hat, die meinen es ernst mit ihren Anliegen dort. Mittlerweile entwickeln wir unser Dorf hin zu einer Struktur, die für den öffentlichen Raum Angebote schafft, die Spielplätze anbietet, die Räume für Gründer, für Unternehmer, für Handwerksmeister, für Softwareentwickler, für altersgerechtes Wohnen bereitstellt. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt ein sächsisches Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetz. Dieses sächsische Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetz sieht sogenannte Alters-WGs nicht vor. Einige wurden von der Heimaufsicht bereits geschlossen. Nur etwa 20% der Menschen können sich den Umbau ihrer eigenen vier Wände hin zu einem barrierefreien Wohnen finanzieren. Von den restlichen 80% finden etwa 35% tatsächlich eine altersgerechte barrierefreie Wohnung. Sie können sie aber nicht bezahlen. Sie können sie nicht erreichen.
Weitere 30% finden gar keine geeignete barrierefreie Wohnung in Sachsen. Sie müssen dann wohl oder übel wahrscheinlich in ein Heim, weil Pflege-WGs gibt es ja nicht. Nach meiner Wahrnehmung benötigt der ländliche Raum eine echte Förderung von Gründern, von Unternehmern, die auf dem Land leben und arbeiten wollen. Sie brauchen die entsprechende Infrastruktur, sie müssen sich sicher fühlen, sie müssen sich versorgt fühlen, sie müssen, wenn sie einen Notruf betätigen, die Gewissheit haben, dass sie erreicht werden. Die ärztliche Versorgung auf dem Lande funktioniert bereits bei uns in Pirna nicht. Man wartet auf Arzttermine, beziehungsweise es fehlen Fachärzte. Ich möchte gerne meine Expertise im nachhaltigen Bauen, und dazu gehört auch das barrierefreie Planen bezahlbaren Wohnraumes, einbringen in einer wachsenden Fraktion. Ich gehöre zu der Zunft von Architekten, die Ökobilanzen aufstellen und rechnen können. Wir haben beim Grundsatzkonvent in Berlin einen Workshop durchgeführt und die Idee entwickelt, wie wir aus Ökobilanzierungen vergleichend gegenübergestellt Klimaschutz oder klimagerechtes Bauen gegenüber konventionellem Bauen bepreisen können. Das Grundsatzprogramm von uns Grünen, in den 80ern hatten wir das Frauenstatut. 1993 kam das nächste große Grundsatzprogramm. Es ging um Martin, deine Redezeit ist zu Ende. Ich muss leider aus Gründen der Gleichberechtigung jetzt hier unterbrechen. Wir haben aber 3 Fragen an dich, die ich kurz vortragen würde. Steht auch kein KV drauf, kann ich nicht zulassen. Bei den Fragezetteln bitte draufschreiben, wer man ist und aus welchem Kreisverband man kommt. Ansonsten kann ich das nicht zulassen. Wir haben dennoch dann 3 Fragen. Einmal von Anja Osiander aus dem Kreisverband Dresden. Was bedeutet für dich Modernisierung, insbesondere ein modernes Sachsen? Die zweite Frage ist von Volker Herold aus dem KV Meißen. Als Experte für ökologisches Bauen bist du als Unternehmer in Workshops und in Hochschulen unterwegs. Warum denkst du, dass du im Landtag mehr erreichen kannst als in deiner jetzigen Arbeit? Und die dritte Frage ist von Katharina Weyand aus dem Kreisverband Chemnitz. Was müsste für mehr barrierearme Wohnungen in den nächsten 5 Jahren geschehen? Ich denke, die 3 Fragen sind angekommen. Du hast 3 Minuten, um diese zu beantworten. Liebe Freundinnen und Freunde, ein modernes Sachsen benötigt Innovationsförderung auf dem Land. Die Menschen, die bereit sind, in der ländlichen Region zu leben, brauchen die entsprechende Unterstützung, dass sie dies nach ihren Vorstellungen selbstbestimmt machen können. Zu meinen Workshops. Ich habe 2002 damit angefangen, als man erstmalig erkannt hat, dass dieser riesige Gebäudebereich mit mehr als 2/3 Ressourcenaufkommen und so weiter, ich hatte es gesagt, mit 10% des Bruttosozialproduktes, dass hier Energieeffizienzmaßnahmen zu greifen haben. Und ich habe daran geglaubt, dass diese Thematik echte Fortschritte im Bereich Klimaschutz bringt. Dies hat es aber nicht gebracht. Es war eine komplette Nullrunde. Und wir warten spätestens seitdem Horst Seehofer Bundesbauminister ist, seit Jahren auf eine Novellierung des Gebäudeenergiengesetzes. Aber auch dieses hat ein Kreislaufdenken bisher immer noch nicht enthalten. Wie schaffen wir barrierefreie Wohnungen? Indem wir sie fördern. Wohnraum darf kein Wirtschaftsgut sein. Es braucht unterstützende Maßnahmen, um
solche Wohnungen voranzubringen. Und ich glaube daran, dass dies kommen muss, weil unsere Gesellschaft danach hungert. Danke, Martin.